Wir sind zu Gast in der legendären Cash Cabin. Der Sohn von Johnny Cash, John Carter Cash, und seine Frau Anna Christina bitten uns herein. Beide sind inzwischen selbst bekannte Größen der Country-Szene. Gerade haben sie hier Anna Christinas neue CD The Tough Love aufgenommen. In genau dem Studio, das Johnny Cash einst selbst gebaut hat. Und in dem er seine Frau June Carter Cash und andere Ikonen der Szene in intimer Atmosphäre Alben produziert haben. Absolut, ja. Wir hatten eine wunderbare Zeit. Über 2 Jahre hat sich der ganze Prozess hingezogen, inklusive der Auswahl der Songs. Es hat einen solch heimeligen Vibe hier, so viel künstlerische Energie, die auf das Projekt ausgestrahlt hat. Loretta Lynn hat hier Songs aufgenommen, mein Vater, meine Mutter, andere Künstler. Ich war oft dabei. Aber nie hatte ich mehr Spaß als jetzt mit meiner Frau Anna Christina. Sie ist eine großartige Sängerin. Ihre Musik hat mich total geflasht, direkt im ersten Moment, wo ich sie kennengelernt habe. Ich konnte es kaum erwarten, sie ins Studio zu bekommen und mit ihr zusammen zu produzieren. Ja, ich muss sagen, es ist ein ganz besonderer Ort. Ich habe im Laufe meiner Karriere in vielen Studios gesungen und muss sagen, dieses Spezielle, was es hier gibt, ist etwas, was sich nicht wirklich greifen lässt. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass ich inspiriert worden bin von all denen, die hier künstlerisch tätig waren, wie eben auch Johns Vater. Ja klar, Dad steckt hier in den Wänden, eindeutig. Und durch seinen Geist, der hier herumwabert, spürt, glaube ich, jeder, der hier ist, diese väterliche Verbundenheit, die er ausgestrahlt hat. Denn neben dem Image, das Johnny Cash in der Öffentlichkeit hatte, gab es diese familiäre Nähe, die er versprühte und die wir hier immer noch spüren. Dieselbe Nähe, die wir jetzt empfinden, wenn wir zusammen hier Musik machen, mit Freunden oder andere Künstler aufnehmen. In Nashville gibt es in der Musikbranche keine Cousins, es gibt nur Brüder und Schwestern, Mütter und Väter. Tough Love Woman ist ein Song über Verantwortung, sich selbst gegenüber, nämlich in einer Beziehung für sich selbst einzustehen. Es ist wichtig für Frauen bzw. alle, sich in einer Beziehung zu behaupten, sich nicht mit weniger zufrieden zu geben, als einem zusteht. Es geht sozusagen um Selbstliebe, darum, sich wertzuschätzen. Diese Botschaft will ich kommunizieren mit positiver Energie. Nun, es liegt in Anna Christinas und meiner Natur, genau wie es in der Natur meines Vaters lag. Wir haben keine Angst, das zu sagen, woran wir glauben. Mein Vater war auch nicht politisch. Mal hat er einen Republikaner unterstützt, mal einen Demokraten. Bei unseren politischen Führern hat er sich immer an der jeweiligen Person und deren Verdiensten orientiert. Er vertraute dabei seinem Bauchgefühl, seinem Herz. Was er jetzt denken würde? Ich denke, das kann niemand wirklich sagen. Nun, auf der persönlichen Ebene, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns alle um ein friedliches Miteinander bemühen, hier wie auch weltweit. Absolut, ich habe den Eindruck, dass meine Gefühle gerade überall rumschwirren, in einer sehr positiven Weise. Ich freue mich sehr darauf, Mutter zu werden, es ist mein erstes Kind. Und ja, ich habe schon viel im Studio gesungen und spüre tatsächlich einen Unterschied in meiner Stimme. Sie hört sich anders an. Ich weiß nicht warum, vielleicht, weil ich meine Gefühle stärker spüre. Insofern scheint die Kleine hier drin auch das zu beeinflussen. You're the man who talks the talk. You got big hair.